Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Wir widmen uns heute mal Boostbox. Warum tun wir das? Ich hatte jetzt vor kurzem einen Kommentar bekommen, der komischerweise sofort wieder gelöscht worden ist, dass ich doch mal bei Boostbox einen PC raussuchen soll und den mal quasi auseinandernehmen soll. Ich weiß nicht, warum der Kommentar gelöscht worden ist. Ich sehe aber in meinen E-Mails immer den Kommentar an sich. Es ist egal, ob YouTube das jetzt löscht oder nicht. Ich habe das in der E-Mail drinstehen. Und wir machen das jetzt einfach mal. Und ich dachte mir, wir nehmen mal etwas Bekannteres. Und zwar gibt es hier PCs von Pizmeet. Ich weiß nicht, ob die Jungs da selber irgendwas zusammenstellen oder ob Boostbox das einfach nur als Partner für die macht. Ich habe auch nichts gegen Pizmeet. Ich finde die Jungs sehr sympathisch. Ich möchte da auch überhaupt nicht gegen die bashen. Es geht hauptsächlich um den PC an sich und was Boostbox bzw. Pizmeet da zusammengestellt hat. Ich habe hier so ein Mittelklasse-Ding genommen. Die haben hier verschiedene. Und wir nehmen jetzt einfach mal gleich den Booty Call, so heißt der. Hier gibt es sogar FPS-Angaben und so weiter, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ganz interessant finde ich, das darf ich bei YouTube nicht aussprechen wahrscheinlich, aber wie die Dinger hier heißen. Also der letzte zumindest. Ich glaube nicht, dass das bei YouTube so gerne gesehen ist. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal hier auf den Boostbox Pizmeet Booty Call. So, 1569 Euro kostet die Kiste. Und hier haben wir auch rechts schon die Aufstellung. Das Schöne ist an der ganzen Geschichte, die schlüsseln relativ gut auf, was für Hardware drin ist. Also mit genauer Angabe, welches Board und so weiter und nicht sowas wie zum Beispiel Netto es macht oder Medion, dass du nur so halbgare Informationen hast über das System an sich. Wir starten einfach mit dem OS Windows 10 Home. Dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Kennt ihr aus den anderen Videos schon. Könnt ihr bei eBay kaufen. Kriegt ihr sogar Professional für 4,50 Euro, 5 Euro. Diese OEM Editions, die reichen aber völlig aus. Dann gibt es einen AMD Ryzen 5 3600. Finde ich in der Preisklasse schon ein bisschen unterdimensioniert. Ein 3.8er hätte es ruhig sein dürfen, wenn nicht sogar ein 3.9er. Oder vielleicht schon von der neuen Reihe 5800er, irgendwas in der Art. Was sich natürlich wieder ein bisschen mit dem Mainboard beißt, aber das werden wir gleich noch nachschauen. Also, der AMD Ryzen 5 3600, wie immer bei Mindfactory gesucht, kostet 185 Euro. Das ist sogar der Box, da ist sogar ein Lüfter bei. Die verbauen einen eigenen von BeQuiet. Finde ich nicht schlecht, BeQuiet ist eine gute Marke. Die werden auch eine Tray-Version nehmen, die kostet die dann wahrscheinlich nur noch 165 Euro oder ähnliches. Ich habe den jetzt so in den Warenkorb gepackt und wir schauen weiter. Da ist er auch schon, der Kühler BeQuiet Pure Rock 2. Der kostet auch bei Mindfactory 30,50 Euro. Ist ein guter Lüfter, habe ich jetzt sogar vor kurzem mal verbaut. Tatsächlich. Weil derjenige keine Wasserkühlung haben wollte. Und bei einem 3600er kann man auch ohne Wasserkühlung auf jeden Fall leben. Kann man sogar bei jedem Prozessor. Es kommt immer darauf an, wie groß das Gehäuse ist und so weiter. Wir packen den so in den Warenkorb, 30,50 Euro und weiter geht's. Dann haben wir Grafik Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Ihr kennt das Thema aktuell mit den Grafikkarten. Die Preise sind, wenn sie lieferbar sind, unter aller Sau. Teilweise 100% Aufschlag, wenn man jetzt bei eBay und so weiter guckt oder sogar bei Geizhals. Ich habe sie jetzt rausgesucht. Die ist aktuell nicht lieferbar, aber wir haben einen Preis, der auch relativ realistisch ist. Hier gibt es noch einmal einen kleinen Infotext dazu. Die offizielle unverbindliche Preisempfehlung der Karte von Nvidia liegt bei 400 Euro und von Drittherstellern 500 Euro. Dritthersteller bedeutet Gigabyte, MSI, KFA2, wie sie alle heißen. Die kosten ein bisschen mehr, weil die Kühllösung da anders ist. Die bauen ja eigene Kühllösungen auf, teilweise auch andere Spannungswandler und so weiter, haben hinten andere Anschlüsse und da können die Preise etwas schwanken. Das heißt, eher um die 500 Euro. Wir haben jetzt eine rausgesucht, die kostet 573. Die ist also schon selbst bei den flexiblen Herstellern ein bisschen höher angesetzt. Aber die rechnen wir gleich einfach oben drauf, weil die findet man bei Mindfactory jetzt natürlich nicht bei der aktuellen Lieferzeit und so weiter. Dann gibt es als Board das Asus TUF B450 Plus Gaming. Hier ist es nochmal aufgeschlüsselt. Es gibt sogar schon das Gaming 2, das ist aber noch das Gaming 1. Das findet man bei Mindfactory auch nicht. Aber wir haben einen Preis gefunden bei Geizhals und wir nehmen ein ähnliches Board, was in demselben Preissegment ist. Das Board kostet hier bei Geizhals, wenn man jetzt Case King nimmt, weil SK Computer Alsdorf kenne ich jetzt nicht, ist wahrscheinlich ein kleinerer Händler, aber Case King sollte eigentlich jeder kennen, kostet 102,48 Euro. Wir nehmen stattdessen ein anderes Board, was aber auch denselben ATX-Faktor hat und dieselben Funktionen. Und zwar das MSI B450 Gaming Pro Carbon Max Wi-Fi. Da ist sogar schon WLAN mit drin, auch ein B450-Chipsatz. Sockel AM4 Dual Channel DDR4, könnt ihr bis zu 4 RAM-Speicher reinbauen. Und das kostet sogar 121, das heißt, wir sind da schon 15 Euro drüber.
was den Original PietSmiet-Rechner angeht. Den packen wir jetzt so weit in den Warenkorb und dann geht's weiter. Dann haben wir RAM 16 GB DDR4 RAM. Wenn wir uns die Informationen dazu angucken, Kingston HyperX Fury Serie. Das Schöne ist, sie verarschen einen nicht beim Bild. Ich habe mir das Bild hier oben angeguckt. Wenn man sich den seitlichen Aufbau anschaut, haben wir hier auch keinen beleuchteten RAM. Es ist wirklich der HyperX. Sie veräppeln euch nicht. Und es ist auch wirklich der Be Quiet Lüfter. Es ist nichts mit LED-Gespiele, irgendwie, wir wollen euch ein bisschen veräppeln, es sieht wie eine Gaming-Kiste aus, bla bla bla. Es ist wirklich die Hardware hier drin, sogar die SSD stimmt, A2000. So wie es auf dem Bild ist, kriegt ihr die Kiste auch. Was den grünen Lüfter hier hinten angeht, weiß ich nicht, ob das bei dem Gehäuse so ist. Aber wir suchen jetzt mal einen ähnlichen RAM aus. Ich habe tatsächlich einen gefunden mit LED-Beleuchtung, weil es genau den bei Mindfactory nicht gibt. Ich habe aber den Preis vorher rausgesucht. Und zwar liegt der preislich als die 3000er-Variante. Auch tatsächlich, Mindfactory hat den so. Egal, wir nehmen einen anderen. Der ist sowieso ein bisschen teurer. 78,11 €. Und hier haben wir einen, den mit RGB-Beleuchtung oder LED-Beleuchtung, wie ihr es nehmen wollt, für 86. Nochmal ein 10er teurer. Haben wir so in den Warenkorb gepackt. Das sind jetzt insgesamt 25 € mehr, wenn wir das Board und den RAM-Speicher nehmen. Aber wir werden das hinterher sowieso noch alles verrechnen. Eine Sache muss ich dazu noch sagen. Sie verbauen wieder 3000er RAM. Der 3600er hat quasi seinen Sweet Spot, so nennt man das, bei 3200 MHz. Ich weiß nicht, warum die das machen. Den Fehler machen irgendwie alle. Oder sie wollen es nicht so hoch, also es ist ja in dem Sinne eine Übertaktung, weil der RAM-Speicher wird grundsätzlich als 2333 MHz eingetragen, im BIOS sozusagen. Und ihr müsstet da erst das XMP-Profil vom RAM-Speicher aussuchen und der taktet den dann automatisch eben auf die Herstellerangabe von 3000 und 3200. Ich weiß nicht, warum sie 3000 machen. Vielleicht läuft es dann stabiler, also ich habe keine Probleme mit 3200. Es gibt sogar 3600er RAM, der stabil läuft von Corsair, aber gut, wir haben es jetzt so in den Warenkorb gepackt. Und wir gucken weiter. Dann steht hier auch schon die SSD. Das ist halt die Kingston A2000. Ist, wie ich schon im letzten Video sagte, da war die auch drin. Ein Einsteigermodell. 1 TB M2 SSD. Suchen wir eben raus. Packen wir in den Warenkorb. Hier ist sie auch schon. Die 1 TB Kingston SA 2000. 105 €. Packen wir in den Warenkorb. Weiter geht's. Dann haben wir eine 2000 GB SATA Festplatte. Das wird eine 3,5 Zoll HDD sein. Es ist so, diese 2000 GB, die lesen sich groß. Man denkt, boah, 2 TB, krass. Klar, könnte eine Menge draufpacken, gar keine Frage. Filme, Spiele, Bilder, alles. Aber es ist eben nur eine HDD und sie kostet eben auch nur, hier ist ja auch nochmal zu sehen, 48 €. Wir haben drei Hersteller angegeben, Toshiba, Seagate und Western Digital. Wir nehmen jetzt einfach mal die Seagate, die ist so in diesem Mittelfeld, weil die von Western Digital kostet 50 und die von Toshiba, glaube ich, 45. Wir nehmen 48 € sind wir gut dabei. Packen wir in den Warenkorb. Dann haben wir als Gehäuse das Deepcool MacCube oder MacCube, wie auch immer, 310p. Und das Gehäuse kostet bei Geizhals ca. 65 bis 70 €. Je nachdem, welchen Anbieter wir nehmen. Wenn wir Alternate nehmen, 72 €. Wir nehmen jetzt ein ähnliches Gehäuse, was vom Design her ähnelt, weil das gibt es leider auf Mindfactory nicht und was auch dem Preis relativ nahe kommt. Und zwar ist das dieses Gehäuse von Be Quiet, das PureBase 500. Ich habe schon mal das PureBase verbaut, aber das größere, das orangene, weiß gerade nicht, wie es genau hieß, 600 oder so, 71,52 €, da sind wir ungefähr in dem Bereich, es ist Markenhersteller, das passt. Packen wir auch in den Warenkorb. Jetzt kommt hier so eine Nummer, da weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Es ist ein 600 Watt Netzteil von Boostbox, 80 Plus Gold Edition. Ich kenne diesen Hersteller nicht. Also es ist eine Eigenherstellung. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Wir nehmen jetzt mal das, was wir immer nehmen, das B9 von Be Quiet, weil das hat zwar nur eine Bronze-Zertifizierung, das sind jetzt 4% Unterschied, was den Energieumsatz von quasi, also der Rest geht ja in Wärmeflöten, wenn man so möchte, und die Transformation. Wir nehmen das jetzt mal, dann haben wir eine qualitätvolle Aufstellung. Halt kein Gold, aber der Preis, ich glaube, da wird sich nicht viel tun. Und wir haben ja sowieso noch ein bisschen Luft von den anderen Komponenten, weil die alle ein bisschen teurer waren. Ne? Selbst wenn das jetzt nur dann 60 € kostet, könnt ihr ruhig die 25 nochmal drauflegen, kriegt ihr auch ein Goldnetzteil. Also da verrechnet sich das alles so wieder so ein bisschen. Hier ist es auch schon, kennt ihr alle schon, System Power 9, 56 € landet im Warenkorb, geht weiter. Jetzt haben wir wieder diese Geschichte mit diesem Bullguard Internet Security. Das ist standardmäßig mit dabei, mit drei Lizenzen. Mag ja sein. Eine Jahreslizenz, die einen Wert von 10 € hat, haben wir, glaube ich, letztes Mal herausgefunden. Das Schöne ist hier, es ist zwar standardmäßig angeklickt, aber wir können es auch einfach wegmachen.
Die Möglichkeit hatten wir das letzte Mal nicht. Wir können es reinnehmen oder weglassen. Das finde ich ganz gut. Ich finde es schade, dass es vorangewählt ist und nicht optional dabei gewählt wird. Wenn ihr jetzt seht, boah, Bulgard will ich haben, dass ihr es dann erst anklickt, sondern es ist standardmäßig mit drin. Das heißt, euer System wird ja mit einem Antivirenschutz vollgemüllt. Und Antivirenschutz ist auch dafür bekannt, den Rechner ein bisschen langsamer zu machen. Ist aber egal, wir wählen es hier, sagen wir jetzt mal, ab. Und der Preis bleibt ja derselbe. Ne? Was ich noch ganz lustig finde, es gibt gerade ein Aktionsprodukt mit PeteSmeet-Sticker. Naja gut, wer drauf Wert legt, er kostet nichts. Stört mich nicht, ist egal. Wir schauen uns jetzt den Warenkorb an. Hier haben wir ihn auch schon, hier ist der Ryzen 3600, der Pure Rock 2 Lüfter, obwohl der hier boxed ist, der ist auch noch ein bisschen günstiger als Tray. Das B450 Gaming Pro Carbon Max Wi-Fi, AMD P150, das haben wir als Vergleichsmodell genommen, weil es das eigentliche Board, was die bei Boostbox verbauen, bei Mindfactory nicht gibt, aus welchen Gründen auch immer. Hier haben wir sogar RGB-RAM anstatt den normalen. Hier ist die A2000 SSD von Kingston, die 2 TB Seagate Barracuda, das Be Quiet Gehäuse, was preislich ungefähr in diesem Segment liegt, wie das andere Gehäuse auch. Hat auch eine Seitenscheibe, designtechnisch auch relativ gleich. Und das 600 Watt Netzteil, und da kommen wir auf den Gesamtpreis im Warenkorb von 704,03 €. Dazu kommt jetzt noch die Grafikkarte mit einem Preis von 573. Die haben wir auch sehr hoch angesetzt. Eigentlich bewegt sich das im Bereich 400 bis 500 Euro je nach Hersteller. 573, klar, ist auch im Moment nicht lieferbar, aber ist jetzt schon erhöhter Preis. Und KFA2 ist auch bekannt. Auch die Qualität passt bei den Dingern, hat auch 8 GB Speicher. Das rechnen wir jetzt dabei und kommen auf einen Gesamtpreis von 573 plus 704 gleich 1277 €. Das ist, wie gesagt, sehr hoch gegriffen. Wir haben teilweise bessere Teile genommen. Und das System sollte kosten am Anfang 1569 €. Das heißt, selbst da wir teilweise bessere Komponenten haben, auch mit dieser RGB-Beleuchtung, es gibt ja Leute, die darauf Wert legen, haben wir ja letztes Video schon erwähnt, liegen wir trotzdem knapp 300 € drüber. Wenn ihr jetzt noch ein Windows für 5 € dabei kauft, dann sind es ungefähr 290 € mehr. Ich weiß nicht, inwieweit sich diese Partnerschaft mit PeteSmeet auf diese Boostbox-Geräte auswirkt. Die werden ja eine gewisse Provision kriegen. Die haben ja eine Partnerschaft. Das ist genauso wie Montana Black eine Partnerschaft mit diesem Energy-Drink-Hersteller. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber das ist ungefähr dasselbe. Und ich weiß nicht, wie die Provision da ist. Das System an sich ist in Ordnung. Ist ein Einsteigermodell, würde ich sagen. Wobei ich schade finde, 1569 für einen Einsteiger-PC schon echt krass. Für den Preis kriegen wir auf jeden Fall einen Ryzen 5800 und einen B550 oder X570 Board, dass ihr für die Zukunft auch besser gerüstet seid. Der RAM-Speicher ist in Ordnung seit seiner 3000er Takt und 3200er wäre schön gewesen, sage ich aber irgendwie jedes Video. Abwählbares Bulgard Security ist auch okay. Natürlich müssen die jetzt noch ein bisschen was fürs Zusammenbauen dabei rechnen. Versand, bla bla, sage ich immer, jedes Mal ist das dasselbe. Aber 300 € Unterschied ist schon krass. Vor allen Dingen, weil ihr für diesen Endpreis dann schon bessere Komponenten kriegt. Aber gut, was will man sagen? Ich möchte jetzt kein Bashing betreiben bei Boostbox. Ich habe jetzt auch keine Erfahrung mit diesem Hersteller bzw. Vertrieb von diesen Rechnern. Bei CSL habe ich Erfahrung gehabt, bei One.de auch. Bei Netto hat es ein Praktikant geschrieben, da werde ich niemals was kaufen. Und wenn ich euch eine Empfehlung aussprechen würde, würde ich natürlich wieder darauf kommen, lasst es euch selber von jemandem zusammenstellen, der Ahnung hat. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich euch mal was zusammenstellen soll, dann lade ich euch ein ins Discord, wir setzen das zusammen und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das bestellt und von jemandem zusammenbauen lässt oder es direkt bei Mindfactory zusammenbauen lasst für 150 €. Selbst dann werdet ihr noch günstiger. Wenn ihr jetzt dieses System so nachbaut und ihr bei Mindfactory bezahlt ihr diese 150 €, dann seid ihr immer noch günstiger. Das Schöne ist wieder, was ich eben ein bisschen ausgelassen habe, hier ist wieder die Garantiegeschichte. 36 Monate Herstellergarantie, ist was Feines. Standard sind 24. 36 Monate ist in Ordnung. Gut, jetzt kann man es natürlich hier noch 0% finanzieren. Das wird Boostbox auch noch ein bisschen was kosten, denke ich. Aber selbst dann sind die 300 € nicht gerechtfertigt. Schön finde ich diese Informationswerte, die nehme ich ihm auch ab. Dass er hier bei WQHD knapp über 60 FPS bei Cyberpunk schafft und bei Red Dead Redemption 2 auch, sage ich mal, so um die 60 FPS. Hier ist ja die Skalierung. Das ist eine 60 oder eine 50, keine Ahnung. Nein, das ist eine 60. Also ungefähr, sagen wir mal, 68 FPS. Das reicht auch zum Zocken.
Aber gut, eine Empfehlung für dieses System kann ich euch jetzt nicht aussprechen, vor allen Dingen, weil es eben nur ein B450-Chipsatz ist, leider. Sonst kriegt ihr Probleme, wenn ihr jetzt, sag ich mal, ein 5800er Ryzen irgendwann einbauen wollt, weil ihr mehr Leistung braucht, weil ihr streamen wollt oder ähnliches. Und das geht dann nicht, weil das Board einfach nicht dafür geschaffen ist. Ist schade. Es ist jetzt nicht übertrieben. Fazit ist einfach nur, das System ist natürlich wieder ein bisschen zu teuer. Wer damit glücklich wird, ist schön. Die Grafikkarte ist völlig in Ordnung. Das ist auch so eine Art Einsteigermodell von Nvidia aus der neuen Generation. Die kriegt ihr im Moment sowieso nicht geliefert. Das Teil hier ist auch nicht lieferbar. Und das liegt nicht an den restlichen Komponenten, das liegt einfach nur an den Grafikkarten. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich testen soll, beziehungsweise was ich auseinanderpflücken soll, dann schreibt es bitte in die Kommentare und löscht den nicht direkt wieder, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sondern einfach mal einen Hersteller reinschreiben oder sucht euch ein System raus, was euch interessiert und ich mache darüber ein Video. Ich lese jeden Kommentar, absolut jeden, selbst die, die gelöscht werden. Und wenn ihr dann sagt, teste doch mal bitte den von Saturn.de, weil den habe ich mir rausgesucht und möchte deine Meinung dazu wissen, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar noch ein Abo, würde mich sehr freuen. Ich bekomme jedes Mal eine Notification auf mein Handy, wenn irgendwas passiert, was bei YouTube so abgeht. Ich bin ja noch ein sehr kleiner Kanal und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Danke fürs Zusehen und tschüss.